So, jetzt sind wir vor dem Lowboard. PS5, PS4 Pro. Hab mich für so einen Wandadapter entschieden. Weil, wie gesagt, ich habe nicht so viel Platz. Dann nehme ich jetzt einfach die USB, stecke die hier rein. So. Und der kommt dann hier einfach mit in die PlayStation-Steckdose. Der Kabel ist immer noch lang genug, damit er hier überall hinkommt. So. Dann das Lowboard wieder ranschieben. Fire TV wieder richtig machen. PlayStation. So, und jetzt haben wir praktisch zwei Kabel, die jetzt hier rausgucken. Jetzt müssen wir erstmal die einzelnen PlayStation hinstellen. Ich werde Alexa? 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 Ist die nicht an? Alexa? Wieso will die jetzt nicht? Alexa? Alexa? Echo? PlayStation aus? Echo? 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 PlayStation an. Gut, funktioniert. Hier funktioniert es auch. So. Bei der PS5, wir müssen jetzt erstmal die Folie abmachen, ist es ein bisschen problematisch. Jetzt nicht von dem Standfuß, den ich jetzt hier vor mir habe. So, hier seht ihr das. Der ist wirklich richtig schön durchsichtig. Ich hoffe, man sieht es. Richtig geil. Das Problem ist nicht dieser Standfuß. Der überhaupt nicht. Das Problem ist der PlayStation-Standfuß, weil der scheiße ist. Der ist wirklich grottenschlecht. Du brauchst die PlayStation nur einmal falsch bewegen und dann ist er runter vom Standfuß. Das ist richtig, richtig mies. Die Halterung hinten an der PlayStation, also wenn man sie aufrecht stehen hat, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man sie hinlegt, oh, jetzt habe ich das schon abgemacht. Gott. Wenn man sie aufrecht hinstellt, ist es halt kein Problem mit dem Standfuß, aber im Liegen ist es grottenschlecht. Grottenschlecht ist es da. Ja, gut, das ist jetzt. Da hätte man jetzt vielleicht doch mit ein bisschen Adapter arbeiten sollen. Hätte ich vielleicht doch mal einen Klee noch anmachen sollen. So. Bei der PS5 ist es jetzt drunter. Muss jetzt nur noch angleichen. Ich hatte einen Denkfehler. Ich habe den Kabel nach links rausgelegt. Aber nach hinten ist besser. Wenn man es nach hinten macht, hat man auch Platz und kann vernünftig bedienen. Und der Kabel fällt halt nicht auf. War mein Fehler.
Wenn ich jetzt hier hinten, dann muss man gucken, ich habe ein bisschen viel Kabel dran. Vier, fünf, sechs, sieben. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, das ist die. Oh, jetzt habe ich es abgemacht mit meinen dicken Wurstpfoten. Aber das ist kein Problem. Ist ganz schnell ruffgesteckt. So. Und jetzt ist die PS5 beleuchtet. Wieso ist mein Standfuß hier so ein bisschen schräg? So. Ich mache auch mal kurz den Strom, Licht aus. Mensch, den habe ich ja gar nicht an. So. So würde das dann jetzt aussehen. Ist eine wirklich schöne, dezente Beleuchtung unterhalb der PlayStation. Jetzt im Blau. Wo waren? Ja. Türkis. So, ich möchte gerne in Türkis haben. Was mir auch noch eingefallen ist, es gibt auch so Y-Verteiler für LED-Bänder. Wenn ihr zwei Konsolen habt, so wie ich jetzt, ihr könnt auch einfach nur eins nehmen und die gleichzeitig einstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Y dran macht. Also für die RGB-Bänder praktisch hier einfach ein Y-Kabel rauf, um zwei zu betreiben und dann könnt ihr halt, können sie Wechseltapete, die gleichzeitig die Farben. Ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung. So, jetzt kommen wir zur PlayStation 4 Pro. So. Zeige euch das doch gleich. So sieht das aus. Ast rein. Und das machen wir auch so, dass es nach hinten kommt. Ne, wir machen es erstmal nach vorne. Ich möchte euch erst noch ein bisschen für die nächsten Videos möchte ich noch ein bisschen was zeigen. Och, jetzt komme ich wieder mit meinen dicken Wurstpfoten hier nicht klar. So. So, das ist die hellste Stufe. Die PS4 mal anheben. Ich mache das nämlich jetzt erstmal nur für die Videos halt jetzt nach vorne. So, jetzt muss ich mal gucken. Das kann man das ja auch testen, weil viele gesagt haben, mach die LEDs nach oben. Dann sieht das besser aus. Ich glaube es zwar nicht, aber das werden wir auch gleich mal mit testen. Gar keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Ist kein Unterschied. Also für mich jetzt. Wir haben die PS5 beleuchtet und die PS4. So. Jetzt zeige ich euch noch was. Das habe ich vergessen, in dem Vorstellungsvideo euch zu zeigen. So, wie gesagt, die PS4 könnte ich auch verlängern. Habe ich hier schon ein Verlängerungskabel bereitgepackt. So, ihr seht ja, dass hier ist Türkis und hier ist Blau. Also so richtig PlayStation Blau. Das werde ich wahrscheinlich auch so lassen. Der Blau passt zu PlayStation 4 sehr gut. Obwohl Türkis mir auch gefällt. Aber hier habe ich sowieso die LED-Streifen Türkis und so. Ich glaube, ich werde das so lassen. Und hier ist ja sowieso das Menü mehr weiß und hier alles schön blau und so. Ich glaube, ich werde das so lassen. Habe ich mein Handy nicht hier?
Ich will nämlich nicht das A-Wort jetzt die ganze Zeit wiederholen, weil sonst springt bei euch immer alles. Immer. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich mein Handy gelassen habe, wäre ich natürlich eine Ecke schlauer. Ach, oh Gott, bin ich doof. Schon bereitgepackt auf der Couch. Ich mache nämlich jetzt über die Alexa-App. Weil irgendwie springt ja hier Fire TV Cube ja auch hoch rum. Alexa? Ach, können wir den gleich mal hier den Strom abmachen. Der braucht sowieso, sind wieder ein paar Tage rum. Ein neuer Reboot. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, dass das blaue gleiche blau ist. Dass die wirklich schön bitte. So. Ich geh mal raus. So. PlayStation aus. So. Ich habe jetzt die Steckdose ausgemacht. Also das ist automatisch mit ausgegangen. Das hat damit nichts zu tun. Das ist immer nur an. Alexa? Jetzt springt die hier an. Ich habe die Steckdose ausgemacht, wo die PlayStation 4 Pro, die PS5. Also ist jetzt ein bisschen dunkel, also verzeiht mir. Und die Festplatte angeschlossen ist, die steht hier drüben. Hier. Die ist aber jetzt an der PS5 dran. Hoppala. Die haben nämlich eine Memory-Funktion. Also wenn einmal eingestellt ist, so wie eingestellt ist und ihr macht es dann aus, also am Band direkt, also an dem Knopf direkt, das zeige ich als nächstes, oder halt ihr nehmt den Strom weg, kommen die aktuellen Farben rein. PlayStation an. So, ihr seht, türkis, blau. Wir machen jetzt hier einfach mal eine andere Farbe rein, und zwar ein kräftiges Rot, damit man es auch sieht, dass da ein Unterschied ist. Wir haben jetzt ein kräftiges Rot. Hier wieder hell und dunkel. Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist die hellste Stufe. Und wenn wir hier drückt halten, jetzt habe ich einmal aus Versehen kurz gedrückt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und einmal, ach Mensch, bin ich doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das ist die hellste Stufe. Ihr habt es ja eben schon gesehen, aber trotzdem geht um Prinzip. Und einmal gedrückt halten, ist es aus. Und wenn wir es einmal wieder anschalten, ich habe doch wieder aus Versehen gedrückt, na egal. Zwei, drei, vier, sieben. So, jetzt ist es auf der hellsten Stufe. Und wir können natürlich, das funktioniert natürlich mit allen Farben und allen verschiedenen Menüpunkten. Ich mache mal kurz den Fire TV hier ein bisschen weg. Ich glaube, ihr könntet jetzt hier vielleicht so in dem Modus am besten sehen, wenn es dunkel ist und wenn halt wirklich eine PlayStation draufsteht, dass ich euch auch die verschiedenen Modi mal zeigen kann, wie sie richtig aussehen. Ja? So, wir gehen mal einfach. Zack. Hier haben wir dann halt so ein Flashlight, wo dann alle Farben ziemlich schnell durchgehen. Und ihr seht, ich mache jetzt hier bei der Fernbedienung mit hell und mit hell und dunkel. So, das ist jetzt ganz schnell. Da seht ihr wahrscheinlich keinen Übergang. Oder wartet mal, ich werde mal gucken, dass ich euch noch ein bisschen ranzoomen kann. Tut mir leid, mehr kann ich da jetzt nicht machen. So, hier ist jetzt leider irgendwas mit dem Audio passiert im Video. Man hört nur noch ein Brummen. Ich kann euch leider nicht erklären, was. Und ja, ich werde es nochmal separat aufnehmen, euch die ganzen Modis nochmal separat erklären in der Review. Das ist ja jetzt erstmal nur das erste Probieren. Wie ihr seht, mache ich gerade den Flashlight-Modus. Meine Tochter hat da dann die Kamera netterweise gehalten. Beziehungsweise ich habe sie auf so ein kleines Podest gemacht und Tochter hat sie festgehalten, damit sie nicht
irgendwie runterrutscht oder so, weil ich da ein bisschen Angst um die Kamera hatte. Und dann gucken wir uns hier mal die verschiedenen Modi an. Ich konnte jetzt schon einen Abend mal so mitstreamen, einen Abend vorm Stream sozusagen die Lampen genießen. Also mega geil. Mega geil. Hier im Video sieht jetzt der PlayStation 5 Standfuß ein bisschen sehr leuchtstark aus. Also der ist leuchtstark, also davon. Aber dass er ein bisschen mehr auffällt oder so, das ist gar nicht so. Der von der PS4 Pro, weil er viereckig ringsherum ist, der fällt mehr auf. Der von der PlayStation, ja, der verschwindet halt so ein bisschen unter der PlayStation und lässt um die PlayStation ein schönes, dezentes Licht erscheinen. Es sei denn, man sitzt natürlich auf der Couch und guckt von vorne rauf, dann sieht man das so in etwa wie hier. Die Helligkeit könnt ihr komplett einstellen. Ihr könnt die Modis, wie ich jetzt hier gerade durchgehe, dieses Blinken, das ist jetzt so gar nicht so meins. Später kommt noch Rainbow. Also am Anfang habt ihr so ein bisschen Rainbow gesehen mit so schnellen Übergängen, die man dann halt langsamer machen kann. Und da müsst ihr praktisch erst eine Farbe auswählen, die euch gefällt oder die euch nicht gefällt, das ist vollkommen egal. Und dann mit der Mod-Taste, also mit der Speed und mit der Helligkeitstaste, das sind eh und dieselbe Taste, die Helligkeit auswählen, die ihr gerne hättet. Und dann geht ihr in die Mod, ins Mod-Menü, also und drückt die Mod-Taste sozusagen. Und dort wählt ihr dann das aus, was ihr gerne hättet. Diese schnelle und oder halt pulsierende, das kommen wir auch noch dazu, wenn es ein bisschen pulsiert, so wie jetzt hier gerade so, aber das gibt dann halt auch noch, wo es noch langsamer ist. Und dann könnt ihr mit der Taste, wo ihr die Helligkeit gemacht habt, halt auch die Schnelligkeit der einzelnen Effekte einstellen. Ist eigentlich ganz kinderleicht und sind nur drei Knöpfe dran, ist wirklich super gelöst. Ich habe bei mir das aber jetzt auch umgestellt, also so wie es jetzt im Video ist, ist es nicht. Das habe ich im Video jetzt nur so wegen dem Video hingestellt, dass ich da halt schnell an die Fernbedienung da rankomme und das alles einstellen kann. Ich werde auch noch so ein Tipps und Tricks Video machen später, so ein kleines Tutorial Video, was ihr damit machen könnt, wenn ihr mehrere Konsolen habt und wo ich mal alle so Ideen und Vorschläge in ein Video packen werde. Wie ihr das dann noch ein bisschen auf eure Zwecke oder ein bisschen vereinfacht, wenn ihr mehrere Sachen habt, machen könnt oder verlängern wollt den Kabel und so, habe ich ja schon ein bisschen angeschnitten, aber ich werde es dann nochmal separat ein Video dazu machen und natürlich eine Review, wenn ich es halt eine Weile benutzt habe. Aber so vom ersten Eindruck echt mega zufrieden. Die Platten sind dick. Sie sind richtig schön durchsichtig, sie haben eine richtig schöne Leuchtkraft. Ich finde es schön, dass die Kanten finde ich schön. Das sieht man jetzt nicht so, dass es so leicht milchig so ein bisschen am Rand ist. Also ganz leicht. Macht ein sehr, sehr angenehmes Bild, ein sehr, sehr schönes Bild. Ich bin echt mega zufrieden. Die Wandhalterung habe ich noch nicht getestet, das werde ich dann nächste Woche machen. Ich habe halt momentan leider nicht so viel Zeit, um so viele Videos zu drehen durch die Kinder. Da seht ihr, das sieht auch richtig geil aus, wenn es dann so fließend ineinander übergeht. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, die Schnelligkeit, wie schnell, wie langsam es oder wie schnell es halt zur nächsten Farbe übergeht, könnt ihr dann da auswählen. Das ist richtig, richtig geil. Seht ihr? Oh, so richtig nice. Wenn es denn zu schnell ist, das Schnelle mag ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt viele, die das mögen, ich mag es nicht. Sind halt ein paar Modis, die wir auswählen können. Das nimmt jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch. Und vor allen Dingen für jeden Modi habe ich gezählt. Bei Helligkeiten sind es 7 Helligkeitsstufen. Also 7-mal könnt ihr den Knopf drücken, von dunkel bis zu ganz hell. Beim 8-mal ist halt wieder dunkel. Und bei Modis, wenn ich mich nicht verzählt habe, weil es schwer einzuschätzen und zu zählen ist mit
mit den Übergängen, ob es jetzt wirklich schnell ist, weil wenn du dir die ganze Zeit rauf guckst, dann siehst du halt nur noch Farben, müssten es auch 7 oder 8 sogar sein pro einzelnen Modus, also Geschwindigkeiten pro einzelnen Modus. Die Modi, die habe ich nicht durchgezählt. Das sind halt jede Farbe einzeln blinkend. Dann kommt am Anfang ja dieses Flashlight, was ihr gesehen habt. Dann so eine Art Stroboskop und so ein bisschen pulsierend, so ein bisschen atmend Übergang. Und dann halt ein fließender Übergang. Also er sollte eigentlich für jeden was mit bei sein. Also ich mag es halt einfach nur beleuchtet oder dieses Pulsierende. Also wenn, also dieses Rainbow, wenn es halt fließend ineinander übergeht, wie in meinem PC, sieht auch richtig, richtig nice aus. Also sieht da so ein bisschen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen rausgerutscht. Ja, wenn du mit dicken Pfoten da dann oben hantierst, dann. Aber in der Regel, wenn das hinten dran ist und ihr das einstellt, rutscht das nicht raus. Das sieht schon richtig cool aus. Und es ist definitiv abends, wenn alles dunkel ist und man nur zocken will, ist ein kleiner Eyecatcher. Und für die, die es wirklich stört, wenn sie dann halt direkt davor auf die PlayStation zum Beispiel gucken, man kann sie halt dimmen oder halt ausschalten, dass man es halt nur anhat, wenn, ja, wenn man halt nicht gerade zockt oder so. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, wenn ich zocke will, muss alles dunkel sein, nur die Station an sein. Da haben wir jetzt ein Blinkendes. Und da kann man dann halt die verschiedenen, kann man es halt in verschiedene Schnelligkeiten machen, wie schnell es blinken soll. Das ist jetzt zum Beispiel extrem schnell. Also das ist für jeden eigentlich was mit bei. Also sollte eigentlich für jeden was mit bei sein. Und wie gesagt, die Memory-Funktion ist auch cool. Für die, die halt immer, so wie ich habe eine Farbe drin und die wird vielleicht einmal im halben Jahr oder Jahr geändert. PlayStation Blau, PlayStation 5 Türkis. Oder ich mache ein Rainbow drin und dann bleibt der Rainbow aber aus dem Effekt aber erstmal eine Weile drin. Und so wie ihr euch das einstellt, wenn ihr das ausmacht, ist es genauso wieder drin, wie also das letzte, was ihr eingestellt habt. Oder wenn ihr, so wie ich habe jetzt einen 6er-Verteiler dran, da ist die PS5 dran, die PS4 Pro, die Festplatte und der Wandadapter für die beiden LED-Streifen. Und wenn ich da den A-Punkt sage, dass die PlayStation aus sein soll, dann geht die Steckdose aus und dann sind natürlich die LEDs auch aus. Und wenn ich sie dann wieder sage, mache an, dann geht sie an und mit genau den gleichen Einstellungen, egal wie hell ich das eingestellt habe, egal welche Farbe ich eingestellt habe und egal welchen Modus, Flashlight, Rainbow, das ist alles vollkommen egal. So wie ich es eingestellt habe, genau so wird es beim Neustart wieder übernommen. Und wenn man so von Weitem raufguckt, sieht schon richtig geil aus. Selbst meine Tochter, die Große, die hat gesagt, dass es richtig geil aussieht. Nee, das ist ja auch so ein kleiner LED-Freak wie ich. Hat schon was. Hat definitiv was, wenn ich so raufgucke. Und selbst wenn, seht ihr ja, wenn so ein bisschen Licht an ist. Ich hatte da die Jalousie ganz runter gemacht. Es ist ein Eyecatcher. Es sieht einfach geil aus. So ein Ding jetzt vielleicht noch. Ich weiß gar nicht. Ach, die Series X ist ja viel dicker als der Cube. Aber sowas vielleicht noch für einen Cube? Das wäre auch geil. Dass der Cube dann. Und dann würde das da mal leuchten. Wäre natürlich auch cool. Kannst ein schönes blaues Licht runter machen oder ein Rainbow oder so. Wäre natürlich auch, wer auf RGB steht wie ich. Ja, jetzt kommen so jetzt meine letzten Worte.
Nochmal so Erklärungen und sowas alles. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, sorry, dass ich jetzt nachquatschen muss, aber ich wollte euch auch nicht die ganzen Minuten jetzt ohne Kommentar sitzen lassen, während ihr da auf die Effekte guckt. Ich habe keine Ahnung. Also die ganzen Videos, was ich davor gedreht habe, alle waren tipptopp und da ist auf einmal der Ton weg. Es kann sein, dass sich das Mikrofon gelöst hat oder ich weiß es nicht. Müsste ich mal überprüfen. Beim nächsten Mal. Also Qualität, wie gesagt, ich gebe nochmal meine letzten Abschlussworte. Die Effekte sind cool, schnell zu bedienen, schnell aufzubauen. Die Platten sind gute Qualität, sehr gute Qualität, bin ich mega zufrieden mit. Haben eine schöne Dicke, eine schöne Leuchtkraft. Mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Entschuldigung. Die Verarbeitung ist auch sehr gut. Wir haben keine scharfen Ecken, Kanten irgendwo, wo wir uns wehtun können oder irgendwie. Wir haben auf beiden Seiten Folie, dass beide Seiten geschützt sind, bis wir sie abmachen und unsere Konsole draufstellen. Es gibt noch viel mehr. Ich werde euch noch die Switch vorstellen. Ich werde euch noch die Dinger für die Xbox vorstellen. Die PlayStation 4 Wandhalterung werde ich euch vorstellen. Die PlayStation 5 Wandhalterung werde ich euch vorstellen. Ja, dann bin ich jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.